gestreckt habe, hat es Krach gemacht, mhm. Und jetzt sitzt das wieder hier unten. Ne? Das war nämlich so ein bisschen steif. Ja, jetzt geht er wieder. Ja. Super. Ohne viel Stress. Hier hat er so ein bisschen, auch hier mit dem Gleichbein Probleme. Ne? Das Gleichbein ist ein Sesambein, das hier im Fesselträger sitzt, das den Druck verteilt. Und manchmal hängen die so ein bisschen. Ne? Aber das läuft mit, aber das schleift leicht. Aber das ist einfach. Hoppla, hast du es gehört, Eva? Ja. So eine biologische Variation. Hat er was gehabt, was ich jetzt gewusst. Wie oft muss man danach schauen? Immer nur, wenn es nötig ist. Ich habe eine Tierärztin, da kommt einmal im Jahr mit. Und seitdem haben wir schon 5 Jahre zusammen. Er sagte, wenn du einmal im Jahr da bist, dann ist es gut. Anfänglich haben wir zweimal behandeln müssen. Das ist ein Unheil, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und dann war sie gut. Das hörst du nochmal hier. Auch die gleiche Dehnung wie beim anderen. Ne? Bein nach hinten. Hey, okay. Fesselkreis, ne? Auch das Felsenband drauf, Bein nach hinten strecken, okay. Ne? Und langsam in die Knie. Ne? So, ja? Mhm. Dann halten. Ich mache gleich noch eine Mobilisation, wenn du loslässt. Ja. Das machst du nicht, sondern du denkst nicht. Ne?